Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer Brötchen und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, heute möchte ich mich erstmal ganz fett bei euch bedanken für die 500 Abonnenten. Ich kann es noch gar nicht packen, Mann. 500 Menschen, die einfach vor ihrem PC sitzen und sich meine Videos reinziehen. Stellt euch das mal vor, ey, das ist so genial. Fettes Danke an euch. Ja, dann wollte ich euch noch sagen, ich habe im Internet mal so ein bisschen rumgeguckt und mir ein Outro-Beat rausgesucht. Der ist von KST Beats und man soll eben jetzt nicht einfach den Beat nur verwenden, man darf ihn verwenden, aber man soll natürlich auch angeben, von wem er ist. Ist ja natürlich logisch, dass der auch ein bisschen erwähnt werden möchte und einen kleinen Push kriegen möchte. Also hier das dafür, der ist von KST Beats, zieht ihn euch mal rein. Ich finde den echt geil, also die Stelle, die ich rausgeschnitten habe, habe ich noch ein bisschen verändert und so weiter. Aber ist echt ganz cool geworden. Ja, ich hoffe, ich spreche euch nicht zu schnell. Ich wollte das gerade mal so vorweg nehmen. Weil jetzt kommt nämlich eigentlich erst mein Hauptthema, was ich heute ansprechen wollte. Und das ist gerade spontan entstanden, weil ich gerade angerufen wurde von einem netten jungen Mann, der gesagt hat, ja, wollen Sie nicht an einer Umfrage teilnehmen? Und da ist mir das direkt in den Kopf geschossen, so, Alter, was will denn der jetzt schon wieder, ne? Hinterher hat sich jetzt herausgestellt, dass es eigentlich ein ganz netter Typ war, von einer Agentur irgendwie, die Umfragen für Radiosender macht. Eben so unsere Zielgruppe, so Jugendliche eben, die gerne Radio hören und eben genervt sind von irgendwelchen Standardradios, wo dann auch irgendwelche alte, wer weiß was für Titel laufen, und hat mir ein paar Lieder vorgespielt, was heißt ein paar, eher gesagt so, keine Ahnung, 30 Stück oder sowas, das hat jetzt eine Viertelstunde gedauert, und dann sollte man eben immer sagen, ob man das Lied kennt oder nicht. Wenn man das nicht kannte, wurde eben direkt weitergeskippt zum nächsten, und wenn man es kannte, sollte man es bewerten von 1 bis 4, und 1 ist dabei das Beste, 4 das Schlechteste, und man sollte eben seine Meinung dazu abgeben, ob man das jetzt schon oft genug im Radio gehört hat und man es schon so richtig satt hat, oder eben, ob man es gerne nochmal hören möchte, und das wurde dann eben notiert, damit die sich wahrscheinlich dann irgendwie, also dass sich die Radiosender daran besser orientieren können, die Zielgruppe für Jugendliche besser einordnen können, welche Lieder gerne gehört werden. Werden wahrscheinlich zig Umfragen da jetzt an 1000 verschiedene Leute gemacht. Ja. Und dann habe ich da eben teilgenommen, und solche Art von Umfragen finde ich auch relativ gut. Also solche Umfragen finde ich nicht schlecht. Das ist ja auch was Sinnvolles für Jugendliche, die Radio hören. Ich höre jetzt nicht so viel Radio, aber jetzt so in den letzten Tagen hatte ich auch mein Praktikum. Da lief immer das Radio 1 live. Da liefen auch fast ganz viele Lieder, die da auch in der Umfrage drin vorkamen. Und ja, das fand ich eigentlich eine gute Aktion, dass sie die Jugend sozusagen ein bisschen, welche Radiosender auch immer, jetzt da ein bisschen mitbestimmen können. Hätte ich mal nachfragen sollen, welcher Radiosender da jetzt speziell gemeint war. Egal. Naja, aber jetzt wollte ich allgemein jetzt mal euch fragen, was haltet ihr denn von Gewinnspielen, die am Telefon irgendwie da gefragt werden, ne, wollen sie an einer Gewinnspielaktion teilnehmen, oder irgendwelche Umfragen zu irgendwelchen Produkten, oder wollen sie Produkte testen oder sowas, oder allgemein diese Telefonanrufe von irgendwelchen Firmen, die man einfach überhaupt nicht kennt. Wollte ich euch mal fragen, was ihr davon haltet. Weil ich persönlich halte davon eigentlich nicht sehr viel und bin da sehr skeptisch gegenüber, weil meistens, das darf man ja eigentlich auch nicht, man darf ja nicht als Agentur einfach irgendwelche Leute anrufen und jetzt sagen so, ja, die ganze Nerven und Gewinnspiele, bla bla bla, das ist ja, glaube ich, auch nicht so wirklich erlaubt. Ich weiß nicht genau, habe ich mal gehört. Auf jeden Fall, ja, wollte ich euch da eben fragen, was ihr davon haltet. Ja, das war es dann auch schon wieder sozusagen für heute. War mal wieder ein bisschen kürzeres Video, tut mir leid, aber ja, Themenmangel ist natürlich auch immer da, und ich bin immer froh, wenn ich von euch so ein paar Themenanstöße kriege. Ich habe jetzt noch so ein paar aufgeschrieben, die euch eventuell auch interessieren könnten, und seid da mal gespannt, so was da die nächsten Tage auf euch zukommt. Auf jeden Fall wäre es das erste Mal. Hier hört ihr jetzt nochmal schön so den Outro-Beat und gebt ihn euch einfach mal. Ich finde den richtig nice. Also, haut da rein und ciao, bis zum nächsten Mal. Dem Video eine Bewertung geben und meine Facebook-Seite liken. Bis zum nächsten Mal.